Da zwitschert sie. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Erstmal vorab, worum soll es heute gehen? Ich werde wieder im Garten rumtängeln und euch die ein oder andere Ecke zeigen. Es gibt auf jeden Fall jede Menge Updates. Es soll kein kompletter Gartenrundgang werden, sondern eher ein Gartenrundgang der wichtigen Highlights. Darüber hinaus geht es heute darum, wie ihr euren Garten sinnvoller nutzen könnt. Da gibt es jede Menge Tipps, vor allen Dingen so aus den Erfahrungswerten meiner letzten Jahre. Ich bin jetzt im vierten Jahr und dieses Jahr hat sich auf jeden Fall ein Stück verändert, was mir sehr, sehr gut gefällt. Und das möchte ich mit euch teilen. Das ist auf jeden Fall ein Fokus, den ich dann hier in der Gartenrunde mitnehme, wenn ich so euch die Highlights zeige. Ansonsten sind jede Menge Pflanzen im Garten gekommen. Heißheiligen sind bei uns auf jeden Fall vorbei. Und soweit ich das in Deutschland mitgekriegt habe, sieht das überall ganz gut aus. Also frostige Temperaturen gibt es nicht mehr. Das soll es jetzt auch schon gewesen sein zum Vorwort. Und ich werde mir jetzt die Kamera schnappen und mit euch einmal durch den Garten tingeln. Auf geht's! Hier vorne geht's los und zwar... Wie bekannt, hier ist ja die Blumenwiese und alles fröhlich am Wachsen, da an Fortschritten muss ich noch nicht näher rangehen, das mache ich dann in einem anderen Video. Dann haben wir hier vorne Kronlichtnelke, Disteln rein, eine Pflanze, die für mich noch unbekannt ist, aber sehr ähnlich wie die, ja, wie die Nachtkerze aussieht, wie ich finde, die etwas größere da. Vorne gibt es ja schon drei Nachtkerzen, Lavendel habe ich da noch reingebracht und zwei Disteln, das war es letztendlich. Okay. Okay, das nächste Beet. Und zwar haben wir hier einmal das Indianerbeet, Milpa-Beet, wie auch immer ihr das nennen wollt. Eine Kombination aus Mais, aus Kürbis und den Stangenbohnen, die dann nachher beim Mais hochwachsen. Ich werde jetzt erstmal auf jeden Fall mich dann um den Mais kümmern demnächst. Wenn er dann soweit ist, zeige ich euch gleich. Reingekommen sind einmal hier Patterson-Kürbis, da Patterson-Kürbis. Und wie ihr sehen könnt, das ist ein wunderbares Beispiel. Super viel Erde. Kann man die jetzt nicht noch in der Zeit irgendwie nutzen. Und da habe ich gleich, wie im anderen Beet, wie zuletzt auch gemacht, diese letzte Rille-Aussaat, habe ich dann hier auch nochmal Mais reingebracht, denn da vorne, es war ja so ein bisschen in weiser Voraussicht, dass mir dann ein paar Tiere was rausstibitzen, das ist auch passiert. Der rote Mais war sehr beliebt. Und jetzt habe ich hier noch eine Spur Mais reingebracht, so kann ich diesen Platz nochmal ein bisschen für Anzucht nutzen. Des Weiteren, der Kürbis wird noch brauchen. Ich werde auch noch einen Kürbis vom Herbert kriegen drüben. Und wenn der Mais drumherum ist, also es bleibt noch ein bisschen Zeit, bis die Pflanzen größer sind. Und deswegen werde ich hier auf jeden Fall den Platz noch anderweitig nutzen. Was weiß ich, Radieschen gehen schnell, Spinat geht schnell. Was das Herz begehrt, kann man ganz spontan machen. Wie gesagt, hier habe ich wirklich einen ganzen Streifen mit Mais nochmal ausgebracht. Jo, bisschen Trittfläche gemacht, da vorne kommt auch eine Sonnenblume. Ja, switchen wir mal weiter. Hier vorne in dem Bereich habe ich ja noch die Lupine richtig schön am Wachsen. Und das ist ja eigentlich ein Beet jetzt hier, wo ja demnächst eigentlich Liebe reinfließen sollte. Und da durfte ich auch schon feststellen, da haben wir die ersten Sonnenblumen, die da unten kommen. Ja, das ist ja so, dass ich, was ich mir gewünscht habe. Die Samen sich schon noch sehr, ach, da sehe ich noch viel, viel mehr. Guckt euch das mal an. So habe ich mir das gewünscht. So, und das Stück ist dann halt auch bald dran. So, jetzt tingeln wir mal weiter. Einmal dahin, wo ich eigentlich auch hin wollte. Denn hier hat sich richtig was getan. Ich habe hier ein Video gebracht zur Aussaat. Dann habe ich nochmal im letzten Gartenrundgang gezeigt, was es so an Fortschritten gab. Und heute gibt es noch deutlich mehr zu zeigen. Vor allen Dingen eine weitere Aussaat, beziehungsweise sogar darüber hinaus noch ein bisschen mehr. Und bevor ich jetzt euch das von Namen zeige, könnt ihr noch mal sehen. Hier hinten hat sich auch ein bisschen was getan im Vergleich zum letzten Video. Und ja, in dem Bereich sind eigentlich nur noch Kartoffeln reingekommen. So ein bisschen versetzt, ein bisschen enger. Die rote Emily, bisher eine Kartoffel, die ich sehr, sehr gerne mag. Das wird sich, glaube ich, auch so schnell nicht ändern. Habe ich auch schon wunderbare Chips mitgemacht. Ja, aber wir werden jetzt einmal in die Mitte stiefeln. So, und was haben wir denn hier? Da könnt ihr wunderbar erkennen, jede Menge Radieschen noch rausgekommen. Ab und zu gibt es mal eine dickere dazwischen. Das ist eine Selbstaussaat aus dem letzten Jahr. Radieschen könnt ihr weiter erkennen. Hier habe ich weiter Spinat reingebracht. Wilde Radieschen. So, und hier haben wir noch eine Spur Mangold gelegt. Da kann man die kleinen Pflänzchen auch jetzt schon sehen. Also wirklich die ganz kleinen. Mangold gibt es ja in verschiedenen Farben, Mangold Rainbow und ob gelb, rot, weiß, wie auch immer, da werden wir uns nachher überraschen lassen.
Die sind hier ein bisschen enger gesät. Mal gucken, wo das so hinführt. Der Platz gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Jo, und das habe ich schon mal gezeigt, die Erbsen. Und dann könnt ihr auch wunderbar sehen, die ersten Pflänzchen kommen. Läuft auch alles nach Plan. Und das sind die Dinge so. Ich möchte im Jahr die Pflanzen, die ich sehr gerne mag, dann natürlich öfter anbauen und verschiedene Erntezeitpunkte haben. Das ist so etwas, was sich dieses Jahr ein bisschen einpendelt. Das habe ich in den letzten Jahren nicht so hingekriegt. Da bin ich dieses Jahr auf jeden Fall viel besser dabei. Hups. So, das macht doch bestimmt schon einiges her. Und ihr jetzt könnt ihr mal sehen, was hier passiert. Die Pflänzchen werden rausgerissen. Da knabbert wer dran. Aber im Großen und Ganzen ist hier einiges am Kommen. Wir können uns nicht beschweren. Alles dabei. Und auch hier hatten wir ja irgendwie noch rote Beete oder bunte Beete, auch verschiedene Farben. Vergessen. Mangold vielleicht nochmal, ich weiß es nicht. Dann hatten wir hier ja, das Bohnenkraut. Mal gucken, was hier so kommt. Bisher kann ich das noch nicht einordnen. Aber ganz eindeutig Rosenkohl und auch der Fenchel lässt sich blicken. So, das war es dann jetzt auch von hier und wir laufen einmal weiter. Und zwar, hier die Erbsen kommen langsam, brauche ich euch nicht vom Namen zeigen. Hier waren Kartoffeln drin, da sehe ich allerdings ein paar Sonnenblumen, brauche ich auch nicht näher ran. Habe ich euch gerade schon gezeigt, ihr wisst, wie die aussehen. Hier natürlich von Beikraut als Beetnachbarn sind trotzdem Erbsen drin. Hier könnt ihr das sehen, die kommen wunderbar. Ich hatte ja auch noch ein paar mehr ausgesät, weil ich dachte, da könnten ein paar fehlen. Ja, und im Großen und Ganzen sind hier viele verschiedene Pflanzen drin. Und ganz klar, das ist nicht so gewollt. Da wird demnächst mal beigegangen. Ich wollte mal gucken, wie sich das entwickelt, um auch die Pflanzen zuordnen zu können. Viel mehr gibt es hier auch nicht zu sehen, außer noch beim Kartoffelacker. Die ersten Kartoffeln kommen raus. Richtig schön, diese ganzen Härchen. Das sieht immer so schön aus. Ach, ich feiere das. Also gerade so die Kameratechnik der heutigen Zeit lässt uns ja ein bisschen näher rankommen. Also jedes Handy kriegt das ja irgendwie schon hin. Und dieses Handy ist ja auch schon ein 2-Jahres-Modell und dafür bin ich noch ganz gut dabei, würde ich sagen. So, und wenn ich hier jetzt rumstiefel, da kann ich euch noch mal ein bisschen was zeigen. Einmal, wie es optisch aussieht. Aber das wirkliche Highlight versteckt sich hier. Guckt mal eine an. Eine wild ausgesäte Kapuzinerkresse. Davon dürfen gerne noch mehr kommen. Ja, und ansonsten ist der Bereich hier sonst soweit fertig. Und an Highlights finde ich definitiv die Verzehr, die richtig schön gekommen ist. Es verlockt mich immer mehr, dass ich das wirklich blühen lasse, anstatt Gründünger das da irgendwie unterzubringen. Oh, da kommen auch schon die ersten. Ach, das wird eine Freude. Na, hier ist gerade Alarm im Garten. Wie schimpft der? Das sind die Amseln. Ja, hier vorne, hier gibt es schon die erste Blüte, beziehungsweise es gibt natürlich schon mehrere, die so nach und nach jetzt rauskommen. Und hier habe ich ja noch Beikraut drin, aber auch den Knoblauch, Knoblauch-Erdbeeren. Eine wunderbare Kombo. Dennoch habe ich hier vorne Sachen noch drin. Hier vorne ziemlich eindeutig. Ich tippe bei den Pflänzchen hier auf Ringelblume. Was meint ihr? Also das sagt mir so mein Gefühl. Klar, das hier ist Verzelia. Und so ein paar Sachen werde ich irgendwie irgendwo stehen haben. Was ist das hier? Das sieht aus nach Mohn. Sehe ich das richtig? Mohn. Das könnte Mohn werden. Hier habe ich einmal Rucola, voll toll. Da gibt es auf jeden Fall noch ein paar mehr. Da auch das nächste. Und das ist das, was ich meinte. Ich habe natürlich in den letzten Jahren schon immer mal irgendwo was wild zwischen gehabt, aber die eine oder andere Pflanze taucht auf und zeigt mir ihren Platz, wo sie gerne hin möchte. Die Sachen verteilen sich, andere, da muss man ein bisschen offenes Auge haben. Ich habe ja letztes Jahr hier Distel-Eigenaussaat gehabt und auch nicht zu wenig. Ich habe schon einige rausgerupft. Aber im Großen und Ganzen ist das schon echt eine schöne Pflanze. Die hat sich jetzt auch nochmal woanders breit gemacht. Und auch hier vorne haben wir dann noch die Gartenmelde. Die wurde auch schon beerntet für Salat. Da auch Verzehr zwischen Petersilie, alles Mögliche lasse ich so wachsen. Hier im Beet gibt es Blümchen. Auch immer eine Freude, sowas zu entdecken. Ja, ob da jetzt ein Distel hin muss, weiß ich noch nicht. Hier muss ich auch nochmal nachgucken. Da gab es ja irgendwie Antworten, was das sein könnte. Habe ich aber noch nicht gelesen, beziehungsweise gab es eine Uhrzeit bei, da wollte ich nochmal raufknicken. Sieht eigentlich aus wie Gras von hier. Jo, und so wächst das zurecht. Oregano sieht tippitoppi aus, richtig gut. Das hier ist noch ein Beet, was fertig gemacht werden möchte und hier könnt ihr es auch schon sehen. Ich habe ein bisschen was abgemacht und zwar beim Rhabarber, die Blüten. Ich möchte dieses Jahr ein bisschen mehr vom Rhabarber haben und das auch erntemäßig nutzen. Und dafür macht man halt die Blüten ab und ich habe mich dafür entschieden, 3 abzumachen.
denn da kommt schon die nächste und es wird auf jeden Fall andere Stellen wiedergeben. Ansonsten kann ich weitergeben, dass Rhabarber wohl bis Mitte Juni erntbar ist. Aber auch eine Frage der Oxalsäure, da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Bitte immer selber informieren, gerade bei so wichtigen Sachen. Die Verantwortung liegt bei euch. Selber schlau machen, Verantwortung übernehmen, nicht auf andere verlassen in dieser Hinsicht. Ganz wichtig, sich selber zu informieren. Okay, so, was haben wir denn hier? Ganz wunderbar. Weinwell, richtig schön. So, und was erst irgendwie nach einer Plage aussieht, Brennnesseln. Ja, sind ziemlich viel, aber mit Handschuhen werden die demnächst sicherlich irgendwann geerntet. Verschieden verwendbar, Mulchmaterial, Düngematerial, für die Jauchen zum Machen und trocknen für den Tee. Was weiß ich, es gibt so viele Verwendungsmöglichkeiten. Brennnessel, Superfood. Eine richtig, richtig schöne Sache. Und deswegen lasse ich das wachsen, anstatt da irgendwie gegen anzuarbeiten, weil es liefert mir nachher jede Menge, was ich in meinem Garten nutzen kann. Das ist schon ein schönes Fleckchen. So, guck mal, was wir da jetzt sehen. Da kommen wir zu einem ganz anderen Fleckchen, bei dem sich ordentlich was getan hat. Ach, eine Feder für mich. Lemon Queen wächst. Hier haben wir, Schroffkraut. Oh Gott, ich habe den Namen gerade vergessen, aber gab eine Antwort. Ist nicht die Akelei, soll nachher gelb blühen, aber wenn ich das hier so betrachte, liebe Zuschauer, seid ihr euch da so sicher? Schauen wir mal, das wird sicherlich noch gelb. Und hier sind die ersten Zucchinis reingekommen, da vorne die anderen beiden. Ja, und ich wage hier das Experiment Luffergurke. Keine Ahnung, ob die hier bleiben möchte, ob das da noch irgendwie was wird. Auf jeden Fall soll das dann einmal gerade hoch zum Apfelbaum, Seilsystem hier oben irgendwie rum. Die werden sich schon vertragen irgendwie. Ja, mal gucken, ob das letztendlich dann reicht. Ich gehe jetzt gerade auf die andere Seite. Hier haben wir nochmal drei Pflänzchen, den Kohlrabi Superschmelz, 1, 2, 3. Und das war es das von hier. So, und ich werde jetzt weiter tingeln, einmal rüber. Wenn wir schon beim Apfelbaum sind, hier hat sich jede Menge getan. Aber überhaupt der Apfelbaum an sich, ne? Sieht richtig schön aus. Sieht richtig, richtig schön aus. Guckt euch das an, die Blüten. Ich würde sagen, dieses Jahr gibt es auf jeden Fall jede Menge Äpfel. Ja, da hängt schon Früchte. Boah, hier. Boah, guckt euch diese Reife an. Das ist auch mal echt mega. Spaß muss auch mal sein. Also Apfelbaum sieht schön aus, kriegt richtig schöne Farben. Und ich denke, dieses Jahr darf ich mich auf richtig schöne Äpfel freuen. Macht schon was her. So, gut, weiter geht's. Und zwar gibt es hier jede Menge zu beobachten. Guckt euch das an. Ernte, 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 Ernte. Ordentlich geerntet, richtig viel Salat. Boah, das ist schon wieder gestern. Das waren, nachdem wir hier gingen, waren dann nur noch kleine Blätter. Heute sind sie schon wieder riesig. Also kann man jeden Tag bei. Aber was darf man beobachten? Nee, der Spinat will in die Blüte. Also Flo, unbedingt Spinat ernten, sonst ist es zu spät. Und bei den Radieschen gibt es durchaus ja auch Beobachtungen zu machen, die mich sehr überraschen, weil mit so einer Größe habe ich nicht gerechnet. Auch wenn sie eingefuttert sind, ich habe es im letzten Gartenrundgang schon gezeigt und erzählt, auch wie ich da letztendlich mit umgehe. Da darf man letztendlich trotzdem nochmal beobachten, wie groß die Dinge eigentlich sind. Da, alles angeknabbert, wisst ihr ja, hier. Das sind schon durchaus beachtliche Größen, wie ich finde. Ich habe riesen Pranken. Ja, das Anknabbern ist übrigens so eine Sache, ne? Der eine sagt Spatz, der andere sagt irgendwie, also ich, Wühlmaus. Mittlerweile sage ich das aber nicht mehr. Guck mal, da hatten wir gerade Besuch, ist wieder eine Amsel im Bunker drin und ist da am Nisten. Wir kennen es schon aus dem letzten Jahr. Die dürfen. Ja, macht es ein bisschen schwierig, weil ich sie natürlich ab und zu mal erschrecke, was ich natürlich nicht möchte und muss ja aber irgendwie an meine Sachen rankommen. Wenn ihr mal meinen Bunker möchte, da wo ich meinen Kram habe, den müssen wir uns halt arrangieren. Und das klappt ganz gut, so war es letztes Jahr. So, zurück zu den Sachen hier. Hier gibt es ja auch bei den anderen Radieschen, da könnt ihr mal sehen, so von den Größen her, nee, könnt ihr nicht. Da muss man durchaus schon noch näher ran. Also hier gibt es noch, nur mal so für den Größenvergleich, ja. Es gibt aber natürlich noch Unterschiede, die können schön groß werden, aber dann letztendlich werden sie auch holzig, wenn sie in die Blüte wollen. Und das kann man durchaus hier schon ein bisschen erkennen, dass sie sich da auf den Weg machen. Und das, ja, deswegen von der Größe nicht immer täuschen lassen. Es kann auch riesengroß sein und nicht schmecken. Und hier ganz speziell, guck mal, was sich da eingeschlichen hat. Könnt ihr das erkennen? Da, einmal ein lila. Also ein lila.
Aber Salat ordentlich ausgedünnt, auch schon beerntet, ein paar rausgezogen, für die Voranzucht hier den Platz genutzt. Und hier wächst das Feld aus Postelein, Portulak. Guckt euch das mal an. Ich hole euch mal mit rein hier. Sieht doch aus wie eine eigene Welt, oder was meint ihr? Richtig schön. Hier kann man nachher mit der Schere beigehen und sich den Salat so rausschnippeln. So, es geht noch weiter. Ich nehme euch auch mal direkt in der Hand mit, weil es für mich gerade ein bisschen was einfacher macht, als das Stativ hin und her zu stellen. Und zwar, ich habe ja schon gesagt, die ein oder andere Pflanze werde ich mir auch wieder zukaufen. Und da habe ich aber so ein ganz kleines Budget ausgegeben und bin sehr zufrieden. Es ging mir hauptsächlich um eine Frühtomate, da jetzt in der Voranzucht viel zu viel Kälte war. Und das habe ich hier einmal eingepflanzt. Da. Aber bevor wir dazu kommen, mein Bunkerdach, Blödsinn, mein Tomatendach, das habe ich jetzt so gelöst, hier mit Nägeln, und die Scheiben, die ich vorher auf meinem Hochbeet drauf hatte, die sind jetzt hier. So, und ich muss kein großes Dach mehr bauen. Ist alles schier und hält sich. Das ist ein bisschen dreckig geworden. Oh, trocknet auch schon weg. Ja, und jetzt hier nochmal vom Namen. So, dann hier einmal die Tomatenpflanze. Das ist der deutsche Fleiß. Eine Frühtomate soll das sein. Ja, und Salat habe ich hier drin. Könnt ihr sehen, die 4 Stück. Und hier hinten eine Gurke. Wieder eine Luffergurke. Mal gucken, wie die sich hier macht. Ja, und alles andere gehört hier nicht rein. Aber hier vorne an der Ecke gibt es noch eine Akelei, die ich hier lassen wollte. Jo. Ja, das war's von hier. Ich überlege gerade mal, was kann ich euch denn noch Schönes zeigen an Highlights? Also es ging ja letztendlich um Platz ausnutzen, Raum ausnutzen. Das konnte ich jetzt an ein paar Beispielen auf jeden Fall bringen. Vieles davon wird für euch nicht neu sein, aber empfehlen kann ich euch auf jeden Fall eine Voranzucht über die Beete. Da müsst ihr nicht groß die Paletten fertig machen. Ich habe festgestellt, den Aufwand, den kann man sich sparen. Ihr habt das beim Mais hinten gesehen, der kommt einzeln. Genauso wie Rosenkohl oder Fenchel. Was hätte ich da immer Paletten fertig gemacht? Das ist mein Beet, was ich später nutzen kann. Dann kann ich das auch vorab für die Voranzucht nutzen. Also vom Tempo her vermisse ich da gar nichts. Außerdem möchte ich euch noch empfehlen, nutzt die Wildkräuter, die ihr im Garten habt. Nutzt das, was euch die Natur zur Verfügung stellt. Es gibt so viele tolle Sachen, gerade auch in diesem Jahr, die ich wieder für mich nochmal wieder weiter entdecke. Brennnessel habe ich schon aufgezählt, war generell schon im Gartenkreislauf, aber da geht noch deutlich mehr. Denn hier vorne bei mir wächst Giersch und das ist echt nicht zu verachten. Also ist jetzt nur nicht so, dass ich hier alles wegfuttern möchte. Also ich glaube, da, jo, den Platz hätte ich schon, aber der ist doch ein bisschen schwierig. Ja, aber also Wildkräuter kann ich euch empfehlen. Ich habe ja auch den echten Ehrenpreis bei mir im Garten entdeckt. Alles schon in anderen Videos gezeigt. Es gibt den Löwenzahn, nicht zu unterschätzen. Und super viele Pflanzen, die ihr zu Salben verarbeiten könnt. Also das steht bei mir dieses Jahr auch auf dem Zettel. Ein paar Salben, paar Sachen herstellen. Ringelblumensalbe kann ich jedem empfehlen, gegen trockene Haut, gegen trockene Lippen. Mega gut, hat mir eine Zuschauerin geschickt, bis heute sehr dankbar. Soll bei mir nicht mehr fehlen, tut es aber gerade zur Zeit, das sind mich alle. War auch sehr ergiebig, hat sehr lange gehalten und ja, das ist auf jeden Fall zum Beispiel eine schöne Sache. Und es gibt so viele Pflanzen, die einfach so viel mitbringen, mit denen man wundervolle Sachen herstellen kann. Und das Beste, die Natur stellt uns alles zur Verfügung. Also im Großen und Ganzen, ihr habt unglaublich viele Möglichkeiten. Findet euch selbst, findet die Wildkräuter, die zu euch passen. Nutzt den Raum, den ihr habt, dann irgendwie nochmal für andere Sachen. Führt dem Boden ordentlich Nährstoffe zu. Der Boden möchte auch versorgt werden. Ob Aktivkohle, ob effektive Mikroorganismen, Urgesteinsmehl oder was auch immer. Es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, dem Boden was zu geben. Letztendlich geht es um Biomasse, letztendlich geht es um Leben bringt Leben. Und wenn man alles ein bisschen miteinander verzahnt, vereint, beziehungsweise die Natur auch mal machen lässt, dann zeigt sie euch den Weg, was wo irgendwie wachsen soll. Guckt mal hier hinter mir. Ich habe immer gegen Brombeeren angekämpft, ich habe gegen Giersch angekämpft und ich habe es halt, was heißt angekämpft, also nicht so wirklich, aber ich habe mir gedacht, ich müsste daran was ändern. Dabei ist doch das, was da wächst, doch eine wundervolle Sache. Hier hinter mir, nicht einmal beschnitten, nicht irgendwie irgendwas gemacht, Johannisbeeren. Und kommt, sind genug Früchte nachher dran, hier könnt ihr das auch sehen, wunderbare Beeren. Ja, auch wenn das meiste die Tiere kriegen, die Vögel, dürfen sie ja bei mir. Oh, mir reicht das zum Naschen. Ich brauche da nicht großartig was zum Ausbeuten. Ja, beim Großen und Ganzen wird hier auch noch mehr wachsen, denn hier versteckt sich noch überall Brombeere.
Oh, ich habe was entdeckt. Wie heißt das nette Gewächs denn noch? Das hatten wir doch schon mal. Erstmal haben wir hier, glaube ich, den echten Ehrenpreis. Brennnessel kennt ihr. Das habe ich gerade entdeckt. Wo sind sie hin? Bin ich blind? Moment. Ach, da. Da. Hier wächst noch was. Das sind diese klebrig-klettrigen. Ja. So, im Grunde genommen ist das auch ein super gutes Beispiel für Permakultur. Einen Platz zu haben, wo verschiedene Pflanzen sich miteinander vertragen, die dann zusammen auch irgendwie den Boden schützen, dieses ganze Klima darunter, die ganzen Tiere, die haben es dann richtig gut. Ich sage euch, das ist immer besser als nackte Erde. Nackte Erde lässt sich auch nicht verhindern und es ist auch gut, dass es nackte Erde gibt, denn es gibt super viele Lebewesen, die auch in der Erde wohnen, ob das nun die Hummeln sind, die da unten ihren Platz suchen, da habe ich auch jede Menge dieses Jahr in meinem Garten, oder die Wildbienen oder und habt ihr nicht gesehen, es gibt ja so viele Tiere. Also wenn ihr euch da um den Boden kümmert und dem Ganzen ein bisschen mehr Raum gebt und die Natur zu euch sprechen lasst, dann kriegt ihr die Antworten, die ihr da braucht. Ja, so. Haben wir noch was? Ja, ich zeige euch noch mal was ganz Schönes. Auch wenn das für euch schon bekannt ist. Am Beinwell freue ich mich dieses Jahr noch mal wieder richtig doll, weil der jetzt schon an verschiedenen Stellen kommt. Hier ist noch mal Beinwell. Wunderschön. Und das, was ihr an Farben sieht, sieht auch in echt so aus. Echt schön. So, ihr Lieben, eine Sache habe ich noch vergessen. Oh, fast wäre es soweit gewesen. Und zwar, hier vorne könnt ihr ein Trümmerfeld beobachten. Hier war ich bei und war ganz neugierig, wie es der Banane geht. Das ist übrigens die Banane. Aber ja, es gab noch eine Überraschung. Und zwar gibt es hier einen Strang, der ist durchgekommen. Aber natürlich einer der jüngeren Pflanzen. Oh, ich sehe hier noch was. Ne, schade. Ja. Also im Wurzelbereich jede Menge draufgegangen. Jetzt habe ich halt ein Pflänzchen von 9, 2 Jahre, 3 Jahre bald. So, und etwas möchte ich euch da draußen noch mitgeben. Ich habe dieses Jahr kein Video zu den Mischkulturen gemacht, beziehungsweise kein richtiges. Das werde ich euch noch mal oben rechts einblenden, für alle, die da auf jeden Fall noch gerne wissen wollen, was kann man nebeneinander pflanzen, um auch wieder Platz auszunutzen. Des Weiteren darüber hinaus, wenn ihr jetzt schon die Möglichkeit habt zu mulchen, mit Mulchmaterial, Rasenschnitt, was weiß ich, da gibt es jede Menge Mulch, die Beete, das schützt den Boden. Der Boden frisst auch ein bisschen was davon rein. Immer gut fürs Bodenklima, könnte man sagen. Ansonsten konntet ihr auch gut anhand meiner Beete sehen, wo die Reise für mich so hingeht, wie ich den Garten so ein bisschen ausnutze. Überall, wo was wächst, wachsen lassen und an den Stellen anfangen, wo man wirklich sinnvoll was machen kann. Ich selber bin jetzt ein bisschen spät dran mit dem Mähen, mit dem Sensen, aber das kommt den Beeten dann zugute und alles, was jetzt ein bisschen länger geworden ist, schenkt mir dann in den Beeten dementsprechend mehr Biomasse und mehr Schutz für den Boden. Gut, ich sage an dieser Stelle vielen Dank fürs Zusehen und ich würde mich freuen, wenn ich euch das nächste Mal wieder begrüßen darf und sage an dieser Stelle Tschüss, euer Lars. Ich wünsche euch ein ganz schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal und ich bin raus und weg. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Tja, so kann das gehen für alle, die jetzt länger dran geblieben sind. Lars hatte heute richtig mit Blockaden zu kämpfen hier. Oh, ich merke das auch gerade, das steckt noch in mir drin. Das Loslassen kommt, glaube ich, gleich. Er ist so richtig. Ich habe am Anfang bestimmt 10 Versuche gebraucht, um reinzukommen. Und ja, währenddessen lief das auch nicht so gut. Viele Störfaktoren. Ich war nicht so in der Ruhe. Ja, und habe dann letztendlich ein bisschen, so wie gerade, den Faden verloren. Und dann kamen unglaublich viele Züge. Ich komme ja aus Nordfriesland. Ich glaube, die haben sie ein bisschen die Schlachtzahl erhöht bei der Deutschen Bahn. Oder NOB oder wie sich das alles schimpft. Ja, das war dann vorhin auch schwierig. Also Züge sind heute jetzt ziemlich viele unterwegs. Es war schwierig mit ein paar Aufnahmen. Aber jetzt ist alles im Kasten gewesen und ich hoffe, ihr hattet eure Freude dran. Ja, war heute eher so ein bisschen erschöpfter, geknickter Lars. Ich habe nämlich ziemliche Rückenschmerzen. Schulter, Nacken, bin echt bedient und bin jetzt ganz froh, das alles so hingekriegt zu haben. Ja, und demnächst hoffentlich ein bisschen mehr Zeit noch im Garten durch schöneres Wetter. Gut, ihr Lieben, diese Verlängerung war gar nicht geplant. Ihr habt euch lieb und ich bin mal raus.